Herzlich willkommen zu meinem ersten und wahrscheinlich einzigen Video, das ich produzieren werde. Warum das so ist, werde ich nach einer kurzen Vorstellung erklären. Nun, ich bin Schriftsteller und bin immer auf der Suche nach Inspiration für kommende Titel. Sogenannte True-Crime-Fälle bieten sich hier an. So habe ich mein letztes Buch auf dem Leben des amerikanischen Verbrechers Greg Marlowe basieren lassen, der in den USA als Folsom Wolf bekannt ist. Ein deutscher Fall, der mich seit Jahren beschäftigt, ist das Verschwinden von Frauke Liebs aus dem Jahr 2006. Die 21-jährige Schwesternschülerin aus Paderborn verschwand am 20. Juni nach einem Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft, meldete sich eine Woche lang bei ihrem Mitbewohner Chris per Telefon oder SMS und wurde 4 Monate später, am 4. Oktober 2006, in einem Waldstück in der Nähe von Paderborn tot aufgefunden. Die Anrufe und Nachrichten kamen überwiegend abends und enthielten kaum Erklärung zu ihrer Situation. Anfangs deutete Frauke ihre baldige Heimkehr an. Weitere Nachfragen beantwortete sie vage oder ausweichend und zum Teil auch rätselhaft oder widersinnig. Wie die Ermittlungen später ergaben, befand das Handy sich in verschiedenen Paderborner Gewerbegebieten. Frauke Liebs wurde am 27. Oktober 2006 auf dem Lübecker Friedhof beigesetzt, ihrem Heimatort. An der Stelle ihres Fundorts wurde eine kleine inoffizielle Gedenkstätte eingerichtet. Am Straßenrand erinnert ein Holzkreuz mit ihrem Vornamen an sie. Im Rahmen einer Sonderkommission wurden über 700 Hinweise überprüft und mehr als 1000 Personen befragt. Der Fall wurde in zahlreichen Zeitungsartikeln und mehreren Fernsehsendungen thematisiert, darunter Aktenzeichen XY ungelöst, ungeklärte Morde, dem Täter auf der Spur, Kriminalreport WDR und Zeugen gesucht auf Sat.1. Mitte 2016 überprüfte die Kriminalpolizei nach Presseberichten eine mögliche Verbindung zum Kriminalfall Höxter, bei dem ein Paar mehrere Frauen in seinem Haus im Ortsteil Bosseborn festgehalten und misshandelt hatte. Zwei der Opfer kamen dabei zu Tode. Später jedoch teilte die Polizei mit, dass keine möglichen Zusammenhänge gefunden werden konnten. Obwohl die Polizei intensiv fahndete, die Medien seit 15 Jahren über den Fall berichteten und die Familie nichts unversucht lässt, hat man den oder die Mörder von Frauke Liebs bisher nicht ermitteln können. Dieser Fall wurde bereits in vielen YouTube-Videos und Podcasts besprochen. Meine Intention ist es aber nicht, den Fall nochmal neu aufzubereiten und inhaltsgleich wiederzugeben. Vielmehr möchte ich meine gesammelten Informationen und Thesen zum Fall Frauke Liebs in diesem Video zusammenfassen. Vielleicht ergeben sich dadurch neue Ermittlungsansätze, zumindestens aber neuer Diskussionsstoff. Denn eins darf nicht passieren, nämlich dass der Fall Frauke Liebs in Vergessenheit gerät. Ich wünsche mir, und das ist meine eigentliche Intention, dass der Täter auch nach so langer Zeit irgendwann gefasst wird und Fraukes Familie Klarheit hat. Ihr werdet hier also keine popkulturelle Darstellung eines weiteren True-Crime-Falls hören. Auch werde ich nicht auf die zahlreich diskutierten Verdächtigen eingehen, die sich alle als unwahr herausgestellt haben. Vielmehr werde ich eine sehr nüchterne, faktische Analyse des Falls, die auf den Informationen basiert, die ich im Laufe der Jahre sammeln konnte, also Zeitungsartikel, Videos, Forenbeiträge und auch wissenschaftliche Arbeiten darlegen. Die Schwierigkeit an diesem Fall jedoch sind die vielen kleinen Details, die alle für sich gesehen irgendwie zu erklären sind, aber beim Blick auf das große Ganze teilweise im Widerspruch zueinander stehen. Ähnlich eines unscharfen Bildes, das man erst versteht, wenn man den Fokus neu ausrichtet, machen diese Details vielleicht nur Sinn, wenn man ihr Gewicht unterschiedlich stark wertet. Lasst uns also versuchen, diesen Fall als Ganzes zu verstehen und das große Bild zu verstehen und uns nicht in der Kleinteiligkeit der Details zu verlieren. Doch nun genug der Einleitung. Beginnen wir mit dem Fall Frauke Liebs.